Mittlerweile komme ich nicht mehr weit mit meinem Rücken. Und mit den Krücken, sagte Kassel was. Ja. 95. Ah, nah dran. Nah dran. Ich komme noch aus den 90ern. Ich habe noch die Dinos gesehen. Niemals älter sein, hast du. Ich hätte es nicht wieder über. Ich bin ungeschminkt. Ja. Die aus den 90ern, die halten sich jung. Damals war das so 70er, 80er, 80er. Die sahen mit 30 schon aus wie 40 oder so. Keine Ahnung. Das ist mittlerweile gar nicht mehr so. Ich weiß nicht. Respekt an deine Haut. Dankeschön. Wenn ich mich schminke, sehe ich plötzlich aus wie eine Oma. Ja. Wir bleiben heute ungeschminkt. Ich habe gar keinen Nerv da drauf. Und man fühlt sich auch noch wie ein Kind manchmal. Ne? 92 ist doch so. Du siehst bestimmt auch nicht so alt aus. Ich bin ein Kind der 80er. Und ohne Bart extrem schlimm wie ein Kind. Siehst du? Oh Gott, danke schön für die Rose. Ich fühle mich nicht so alt, wie ich bin, Leute. Damals, da hat man mit 18 Jahren Kinder gemacht. War verheiratet. Ach, ich bin doch selber noch ein Kind. Mit 29. Ja, Mann. Dankeschön fürs Teamherz. Ich bin 2 Jahre älter als Sie, Madame. Ich habe erst Ende des Jahres Geburtstag. Deswegen denken viele, ich bin 95 geboren. Immer schön brav bleiben, sonst gibt es Ärger. Hey, Sis, hey, Brudi. Okay. Aber meine Haut ist ehrlich gesagt nicht so schön wie hier mit diesem Livestream. Das Handy macht das. Vorlesen, das klingt nicht. Das ist aber gar nicht gemeint. Ja, weiß ich selber nicht. Deswegen war ich so am Überlegen. Ich muss hier öffnen. Immer brav sein. Kann man immer brav sein? Da muss ich noch mal 10-mal drüber nachdenken. Leck, Bolek, was ist das? Nguyen, danke schön. Ja, meistens bin ich ja eine ganz liebe so, ne? Bis man mir 20 Mal auf den Piss geht. Du bist schön. Dankeschön, Mohammed. Guten Morgen. Hallo. Reinpfeffern, bist du Ungarin oder wie? Indonesierin. Guck mal, indonesianischen Schlangen. Das sind meine indonesianischen, malaysianischen und philippinischen Fans hier, keine Ahnung.
ich lande auf deren For You, weil es ist eine gute Uhrzeit. Die werden gerade alle wach, glaube ich. Gehen TikTok erstmal surfen. Die Deutschen, die haben mich schon aufgegeben. Viele Spanier hatte ich hier damals, die haben mich auch schon aufgegeben. Bald bin ich in Australien. Mann. Danke für die Rose. Was wollen die von dir, dass ich Indonesisch lerne? Ich weiß es nicht. Ach, ja. Oder dass ich nach Indonesien komme? Bestimmt. Ich reise um die Welt, bis ich bald gar keine Zuschauer mehr habe, wenn mich jedes Land aufgibt, weil ich deren Sprache nicht kann. Vereinzelt findet man hier noch Spanier. Vorhin war hier einer. Hallo Indonesien. Naja, die Flagge, deren Flagge sieht ja auch aus wie die polnische, nur andersrum. Ja. Ich musste letztens erst googeln, wo das überhaupt ist. Hallo. Okay, jetzt wird's komisch. Okay, Sand. Was will er da treiben? Ein TikTok-Video für mich. Ja, was ist hier los? Weiß ich nicht. Dankeschön für die Likes. Wow. 20.000 Likes. Okay, Sister. Okay, Brudi. Ist okay. Ich gucke mal. Schick mir nachher. So hübsch kann man gar nicht sein. Danke für die Rosen. Hallo Anwar. Haut wie Babypo. Frische. Danke. Meinst du mich? Ich habe schon ein paar Falten. Natürlich meine ich die Danke. Ich habe hier eine richtige Einkerbung. Das ist die polnische Zornesfalte. Schnell weg. So, und Lachfalten. Hübsche Falten, ich mag die nicht. So aus wie 23, was für Falten. Ja, hier. Das war Zucker, die Falte. Oh nein, das ist der Horror. Die bleibt auch so.
bei anderer Lichteinstrahlung sieht man das. Diese Schatten dazwischen, über den zwischen den Dächern. Hallo, wie geht's dir? Geht. Wie geht's dir? Sogar Botox hat mich schon aufgegeben. Danke für die Rose. Ich habe keine Hoffnung mehr in diese Zornesfalte. Keiner kriegt die weg. Hallo. Crazy Name. Lichteinstrahlung. Gute Ausbildung. Ja, guck mal, es wissen ja nicht viele. Ne? Die Menschheit verblödet immer mehr. Es gibt immer mehr dumme Leute. Safe was gemacht, oder was meinst du? Echt so alle Behindis, merkt man immer mehr. Ich meine, schulisch gesehen, meine Ausbildung war nicht so gut, aber ich war schon sehr fleißig. Die ersten beiden Jahre. Dann hatte ich keinen Bock mehr. Ich habe so hart durchgeackert. Ich habe alle Klassenarbeiten auswendig gelernt. Und dann ging ich so ab. Und war schnell fertig. Immer Einsen. Ich weiß noch, einmal musste ich früh los. Es stand eine Klassenarbeit an. Ich habe das zu Hause vorher ein paar Mal durchgegangen, habe mir einen Timer gestellt, eine Stoppuhr, wie lange ich dafür brauche. Und ich wurde echt sehr schnell fertig. Ich bin behindert. Wie schnell ich da alles reingeschrieben habe und abgehauen bin. Tschüss, ich muss los. Da bestimmt noch eine Stunde. Ich war eine halbe Stunde fertig. Genau, ja. Halbe Stunde ungefähr. Vielleicht sogar ein bisschen weniger.